Video. Wie ihr seht, bin ich, Luisa, nicht auf meinem Account. Und was ist das hier? Das sieht irgendwie komisch aus. Und warte mal, bin ich das nicht? Ja, ihr habt richtig gesehen. Wir haben kurz Accounts gewechselt. Und zwar werden wir heute ein Spiel spielen. Ich erkläre es mal schnell. Zoe steht hier am Kleiderschrank und ich da vorne. Ah! Und dann werde ich jetzt zum Beispiel sagen, Zoe, Langarm-Shirt Nummer 6. Und dann muss sie die Nummer 6 rausnehmen. Und sie darf nicht gucken, welches es ist, beziehungsweise nicht aus... Sie darf nicht sagen, okay, das ist jetzt wirklich das. Und dann wechseln wir Accounts, damit wir uns nicht sehen. Und ja, dann sehen wir dann die Reaktion. Aber das werden wir in zwei Videos aufteilen. Das erste Video ist, wie wir uns umkleiden. Das zweite Video ist die Reaktion. Viel Spaß beim Video. So, also ich laufe jetzt mal schnell zum Kleiderschrank. Und ich würde sagen, ich bin Gastgeberin, ich darf das erst raussuchen. Übrigens, wir müssen Club-Sachen in den Rucksack reintun. Ja. Also tue ich das mal in den Rucksack wieder aufmachen. Okay, Zoe. Du darfst anfangen, mir Aufgaben zu sagen. Also, Nummer. Fangen wir bei den Langarm-Shirts an. Moment, warte. Kann ich aussuchen, ob du ein Langarm-Shirt nehmen sollst oder, Hä, hey, wieso geht diese Kacktür hier nicht zu? Hallo? Kann ich aussuchen, ob ich Langarm-Shirt oder kurz nehme? Langarm-Shirt oder kurz? Nee. Also muss ein Langarm sein? Ja, würde ich sagen. Wir dann nehmen Langarm-Shirt Nummer 4. 1 oder 3. Nee. Warte, ja doch. Von oben oder von der Seite so? Von oben. Oh, kacke. 1, 2, 3. Ich finde das... Oh, ja, Zoe mag das. Ich wusste das. Okay, du sollst ein Langarm-Shirt von seitlich gerechnet, also ich sag's euch mal so, Nummer 10. Wie? So? Ja, Nummer 10. Hast du? Ja. So, damit bist du dann wieder dran. Club of Fitness in die Tasche, ne? Ja. Weiter geht's mit Handschuhen. Handschuhen? Ja. Du nimmst die 8. Oh, scheiße. Okay, dann nimmst du die 10. Hast du den Kleiderschrank vor dich gemacht, dass du dich nicht mehr sehen kannst? Ja. Okay. Hast du? Ja. Okay, dann geht es weiter mit Hosen. Ja. Ja, ich wünsche meine Zahl von dir. Du nimmst bitte, warte, ich muss deine Hosen kurz. Du nimmst bitte die... Wie viele Hosen habe ich denn ungefähr? Dann nimmst du bitte die 8. Oh, scheiße. Okay, und du nimmst die 10. In Zwischenzeit möchte ich nochmal meine Familie grüßen, also meine Mutter, meinen Vater und meinen kleinen Bruder. Liebe Grüße gehen an euch raus.
nicht besser um eins, aber. Ja, liebe Grüße gehen auch an euch raus. So, hast du die gefunden, die 10. Hose? Ja. Okay, dann geht es weiter mit den Schuhen. Du nimmst die 5. Okay, also du hast mich gerade noch vom Verderben weggelenkt. Puh, also dich. Okay, dann nimmst du die 2. Ja. Okay, weiter geht es mit Helmen, Hüten. Ja. Dann nimmst du die 8. Oh, scheiße. Okay, dann nimmst du den 8. Ja. Okay, weiter geht es mit Ohrringen, also so Gesichtsschmuck. Wie, ja. Ja. Dann möchte ich das... Ah, nee, du bist dran. Du sollst das 4. nehmen. Die Brille gehört zwar nicht zum Club-Outfit, aber Brillen und so sind ja nicht verboten. Steht auf jeden Fall nicht. Dann nimmst du bitte die 2. Hä? So. Die Brille tue ich auch in Ventana. Ja, jetzt kommen wir zu der Pferdeausrüstung. Also, ja, das Zaumzeug und sowas. Wir fangen mit dem Zaumzeug an. Bei der Tanten, ja. Ja. Okay, welche? Du nimmst bitte die... Warte. Kann ich das so ein bisschen... Ah nein, ich will mich nicht sehen, aber ich will den Pferde... Ah, jetzt geht's. Okay, ja? Ich soll... 15. So viele hast du, glaube ich, nicht. 18, warte, 1, 2, 3. Oh ja. Okay. Dann nimmst du bitte die 2. Ja. Okay. Let's go zu den Sätteln. Ja, dann nimmst du bitte den 11. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. Okay, dann nimmst du bitte den 3. Okay. Und weiter geht's zu den Schabracken. Ja. Welche Schabracke soll ich nehmen? Ich überlege gerade. Du nimmst mal die 5. Ja, du hast eh nur 11. Hä, wieso? Oha, Alter. Oha, okay, Moment. Und weil, warte, du nimmst dann bitte die 2. Ja. Okay, weiter geht es mit den Gamaschen. Was sind die denn bei dir? Da. Da nimmst du die 4. Okay, dann nimmst du die 1. Okay. Okay, Moment, wo geht's denn bei dir weiter? Bei den Satteltaschen. Ja. Ja. Ich überlege, dann nimmst du die 4. Okay. Oh Gott. Dann nimmst du die 2. Oh mein Gott, was hast du gemacht? Okay. Also bis jetzt, außer vom Outfit und von der Pferdeausrüstung, finde ich echt schlecht. Oh. Also möchtest du jetzt von den Schleifen her 1 oder 2? Also wenn wir Schleifen nehmen, dann ja. Nee, möchtest du, Moment, 1 oder 2 von den Schleifen für den Kopf? Eine. Sag mal, 1 oder 2? Okay, und für den Schweif? 1 oder 2? Eins. Okay, huch, ich wusste das, deswegen, ja. Dann nimmst du bitte auch einmal die 1 und nochmal die 1. Von den Schweifen? Ja.
Und dann kommen wir zu den Haustieren. Ups. Ich würde eigentlich hier gucken, ob... Ah, ja, okay. Ja, welches soll ich nehmen? Eins oder zwei? Eins. Okay. So. Jetzt dürfen wir eigentlich nicht hingucken. Wie viele habe ich? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann nimm fünf. Okay, jetzt musst du einmal die Augen zumachen und dann sagst du mir einmal, welche Haare ich nehmen soll. Moment, ich halte mal kurz die Figur zu. Haare hast du ja eins, wo... Ich tue mal kurz meine Rucke. Zwischen fünf. Zoe, sag mir mal kurz, eins bis fünf, welche Haare? Zwei. Hm? Okay, Moment. Jetzt kommt es zum Make-up. Eins oder zwei? Gehst du dann raus? Eins oder zwei? Ja. Zwei? Oder eins? Ja. Hallo? Zwei. Okay. Zwei. Zwei, ja, ist okay. Ja, mach jetzt mal den Rucksack auf dich und geh mal... Ich geh mal in die letzte Ecke vom Stall. Ich geh lange in die Dusche, ja? Ja, okay, nee, kannst rauskommen. Bist du weg? Ja. Oh. Wo bist du denn? Hinten im Stall drin. Ich hab den Rucksack auf dich getan, damit du das nicht siehst. Okay, ich möchte, dass du von den Haaren Nummer 4 nimmst. Warte. Frisur Nummer 4? Ja. Und Make-up Nummer 3. 2. 2. Hast du? Make-up Nummer was? 2. Warte, bei Frisur? Ja. Bei hast Frisur? Du Nummer 4 gesagt? Ja, 4. Und Make-up Nummer 2. Ja, habe ich. Okay. Willst du reinkommen oder soll ich rauskommen? Wir machen noch jetzt, damit sagen wir erstmal Tschüss. Wir hoffen natürlich, dass ihr bei Teil 2 dabei seid. Und ja. Sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.